So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Heute beschäftigen wir uns mit The Big Bang Theory, laufend auf ProSieben zurzeit. Ja. Weiß ich gar nicht, gibt es auch neuere Folgen, die auf Sky oder so laufen? Könnte sein, ne? Bestimmt. Könnte sein, ja. Könnt ihr mal ein bisschen googeln. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr die DVDs habt, guckt es mal in Englisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Kann man empfehlen. So, wir sind bei Tüte 2, 3 und 2. Letztendlich bei Tüte 3, 4 und 5. Weil Tüte 1 hatte schon 2 Tüten, aber das macht nichts. Das ist halt gut. Oh, das ist auch nicht schlecht. Backkörnchen. Oh, cool. Das ist die Ableitung einer Tüte. Oder das Integral. Wer den Unterschied nicht kennt, schämt euch. Kennt nicht. Wer die Serie guckt, sollte es wissen. Denn das kommt auch schon vor. Das kommt vor, ja. Sogar so leicht steht. In der ersten Folge sogar. Oh Gott. Tja. Tja. Wir bräuchten eine Praktikantin mit langen Fingernägeln. Nochmal der Aufruf. So. Aber auch nicht zu. Das sind Lippenstifte. Das sind Lippenstifte, ja. Sankt Ben. Aber Amy wohnt nicht bei Sheldon. Noch nicht. Nee. Das ist Gummi. Die ist so oft da. Fühl das mal, das ist Gummi. Hm, stimmt. Oh, Laserschwerter werden dann Laserlippenstift. Laserlippenstift. So, ich hole euch wie immer näher ran, damit ihr auch sehen könnt, was wir hier treiben. Ja, was für ein Schmuck. Wir bauen nur das, was man uns hier aufsetzt. Jetzt kommt erst Amy. Jetzt kommt Amy. So, wen haben wir denn noch? Leonard. Ich habe Leonard. So, ihre dunkle Hose. Leonard. Und diesmal keine Umhänge, bin ich. Ja, das ist, spricht ja schon mal für sich. Leonard Hofstetter. Das dürfte Sheldon sein. Hab ich das gesehen. Ist Sheldons Oberkörper. Ja, der Blitz. Ich laufe eben los. Ich bin wieder da. Genau, ich schreie meine Wut heraus. Ja, in einer Folge bringen sie das ja sogar, wo er dann zum Grand Canyon läuft. Ja, genau. Das ist so witzig. Leonard, du treibst mich zum Wahnsinn. Ja, das ist auch sehr witzig. Das ist wirklich cool. Oder wo sie dann eben alle zu dieser Party wollen und alle wollen als Gleiches gehen. Ja, genau. Und dann muss Rajesh ja irgendwie als Aquaman. Ja, was ihm gar nicht gefällt. Aquaman, scheiße! Meine sieht so knuffig aus in dem Kostüm. Ja, stimmt. Schwarz. Wer bist du denn? Green Lantern. Ohne Laterne. Ich habe nie gefragt, warum er nicht auch eine Laterne hat. Aber er hat einer Folge hat er ja die Laterne mit. Ja, von Sheldon hat er die aus dem Büro. Genau. Wieso finde ich Leonard Zahre nicht? Leonard Zahre, ja. Da. Hallo. Das ist auch mein gepflegtes Haar. Ja, das brauchen sie nie kennen. Das liegt immer so, wie es liegt. Das liegt an der Regie wahrscheinlich. Da-da-da-da. Eine Hauptfigur, aber wer weiß, ob es die beliebteste Figur ist. Ja, wer ist die beliebteste Figur? Schwere Frage. Wieso haben wir zwei Blondinen? Ach so, ja, klar. Ja, Amy und die... Ja. Hast du das richtige Gesicht ausgesucht? Wer ist denn jetzt seine Frau? Ja. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Komm jetzt nicht drauf. Bernadette. Bernadette, genau, stimmt. Da gibt es auch eine coole Folge, wo Bernadette sich mit irgendwas infiziert oder so, auf jeden Fall in Quarantäne gesteckt wird und dann alle da aufkreuzen, um ihr ein Ständchen zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob das ihr Geburtstag war oder sowas. Oder Valentinstag, irgendwas ist da gewesen. Das ist auch eine schöne Folge. Das stimmt. So, dann haben wir hier eine Tafel. Wo ist die Tafel? Da? Nee, da. Steht denn drauf? Multiplikation, Optogal, Feinig, Spektroskopie und dann Formeln. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn.
sehen aus wie Hieroglyphen. Ja, die Tafel kommt ja da später. Da spielen sie ja dieses Ratespiel. Yo, dieses Picture-Nary heißt es dann genau. Im Deutschen oder so. Richtig. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Worten was da so vorkam. Ich komme hier gar nicht auf. Das weiß ich auch nicht mehr. So, da kommt ein... Oh, schwarz auf blau ist aber auch schlecht zu sehen, ne? Ja, richtig. Sehr dunkel. Dunkle Materie. Schön ist auch, dass auf diesen Seiten dann auch hier solche Figuren abgebildet sind und dann irgendwas steht. Ja, sowas wieder rumdrehen, ist vielleicht einfacher für uns. Warte mal, wie hoch? Zweimal müssen wir spannen. Oh, ich schlafe hier. Ich bin gerade überlegen, wo das hinkommt. Irgendwo dahin? Ja, hier, also an dieser Garderobenstange kommt das. Ach so, das sollen Vorhänge sein. Das sollen Vorhänge sein, ja. Ah, jetzt verstehe ich das. So. Ihr müsst uns dann einfach glauben, wenn wir euch was erzählen. Was suchst du denn? Ja, zweimal müssen wir das bauen, deswegen suche ich jetzt nochmal das. Ja, nee, das ist was anderes. Ein Vierer und dann dieses da ist der Vierer. Du hast ihn doch. Ja, ist ja egal. Achso. Ja. Der ist zu lang. Das stimmt. Dann schwarzer Einer. Und nochmal so ein Griff. Hier. Genau. Und dann da unten am Plachen einer. Schön ist auch die Folge, wo sie eine Zugreise machen. Alle. Ja, genau. Wo sie erstmal alle dagegen sind. Da. Einer rechts, einer links. Achso, da ist er schon. Ja, natürlich. Ich fliege nicht. Müssen wir mit zufangen, dann vergisst er irgendeinen USB-Stick zu holen. Ja, genau, mit der Abhandlung. Und dann tut er. Dann ruft er Penny an. Penny an, genau. Und sagt dir, so Penny, hör mal zu, du machst dies und 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 dann. Und dann dieses Kästchen. Geh in mein Schlafzimmer. Und sie dann, wer ist denn überhaupt da? Vor allem dieses Kästchen sagen, will er erstmal erklären, wie er es auch, wie sie es auch machen soll, und sie macht es einfach kaputt. Ja. Hast du eine mentale Bindung zu diesem Kästchen? Nein. Knatz. Weiß nicht, ob das die Büchse der Pandora sein sollte oder was. Nee, das nicht, aber. Witzig war es trotzdem. Achso, das kommt nach ganz oben. Was baue ich hier eigentlich? Ja, dann. Weiß man noch nicht. So eine Säule baust du. Ich baue eine Säule. Leute, passt auf, ich baue eine Säule. Achtung, ich baue eine Säule. So, das Ganze nochmal. Ja, vier Stück aufeinander. Vierte kommt jetzt. Eine Säule. Ne, eine rote. Da. Da, ja. Ja. Und dann kommt dieses blaue Blättchen da drauf. Wo kommt das denn hin? Das vermehrt sich. Ja. Und was zum Geier ist das? Fragen über Fragen. Ja, Fragen über Fragen. Man weiß es nicht. Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. So. Wasserspender. Kannst du gucken, was gleich macht. Das Wasser kommt. Ich denke mal, das soll irgendwas Wissenschaftliches sein. Atom ist halt auch nicht. Wenn es wisst, in die Kommentare. Wie? Ja, wir geben unseren Zuhörern und Zuguckern immer eine Aufgabe. Ja, sonst wird es auch langweilig. Wir wissen schon viel, aber nicht alles. Ja, stimmt. So, jetzt wird der Teppich gebaut. Yes. Sieht auf jeden Fall so aus. Yes. Le Teppich. Baust du schon oder spielst du noch?
dieser braun sein und nicht dieses andere. Und dieses rote ist auch noch, ne? Ja, ready, muss man aufpassen. Kommt bestimmt in der Mitte. Nee, das nicht. Also hier muss man aufpassen wegen der Farbe. Ja, ja, ich hätte beinahe auch. Da ist auch. Oh rot. Gott. Nee, doch nicht. Die tun sich aber echt nicht viel, wenn man die so sieht auf den ersten Blick. Oder soll das sogar dieses Rot sein? Nein. Vier Stück sollen davon sein. Ich hab das ist braun, das ist. Oder ist das doch das Rot? Ach, das ist ja nicht da eigentlich. Könnte das Rot sein, laut Päckchen? Dann das Rot? Ja, müssen wir ja nehmen, weil ein anderes flaches ist hier nicht da. Tja, Freunde, stellt euch drauf ein, wenn es nicht passt, so rufen wir den ganzen Laden nochmal auseinander. Ja, wieso? Achso, du meinst diese Blättchen auch? Oder wie? Dass die passend dazu sind? Ja, muss ja. Die Farbe ist identisch. Stimmt. Ja. Das ist aber die einzige, wo wir so viele Farben haben. Also für den Stein hier. Machen wir jetzt einfach. Wenn es falsch ist. Schreibt es in die Kommentare. Nein, wissen die auch nicht. Wie, das wisst ihr nicht? Ja, die haben das ja nicht, vielleicht. Das weiß ich ja nicht, genau. So, und dann den noch. Aber das ist jetzt logischer. Tja. Wir wollen jetzt mal logisch. Wir wollen Sheldon-like. Okay. Der lässt Wumms. Und Wumms. Und doch, war ja richtig. Mach ich denn hier? Der eine kommt hier hin. Ja, genau. Die liegen alle bei mir, ja, genau. Sehe ich schon. Achso. Kannst du bitte mal. Ist auch interessant, dass wir einen Teppich aus Fliesen brauchen. Naja, aber bei den Zinsen ist nicht viel anders. Oh, scheiße. Ja, ist ein Fehler. Warum? Ich hab meine Fingernägel. Achso, da kommt der flacher rein. Ja. Ja. Ihr werdet Zeuge eines Zusammenbruchs von Sheldon und Leonards Wohnzimmer. Das funktioniert auch nicht. Wieso nicht? Wenn dann von der anderen Seite. Ich hab noch nie verstanden, wie das funktionieren soll. Ja, du musst. Ja, das geht aber nicht. Scheiße. Entschuldigung. Wir sind unter uns. Das funktioniert. Hebelwirkung, weißt du? Ja, das ist ja auch damit, mit Hebelwirkung. Aber das ist Bullshit, ganz das ehrlich. Das ist kein Bullshit. Wenn ein Stein festsitzt und ich will ihn hiermit abmachen, dann ist doch wohl klar, dass das jetzt zuerst abnimmt. Ich habe nie verstanden, wie Lego so einen Mist verkaufen kann. Ey! Nee, nicht das können, das können wir jetzt. Das doch. Ist ein Profi-Werkzeug. Nein. Doch. Profi-Mist ist. Ey! Ich bin Verfechter des Profi-Werkzeugs. So. Okay, Verfechter vom Profi-Mist. Okay. Und blauer, flacher. Ja, hab ich schon. So, sieht auch schön aus. Orientalisch. Next. Ja. Ich baue schon mal hier linke Seite, rechte Seite. Das Sofa, denke ich mal, oder so. Ich schaue dann mal, was ich hier so machen kann. Ja, so die. Den Hocker und so. So, das ist das. Ach, da hinten geht's weiter. Okay. Ach, den hast du schon. Ja. Gut. Aber die braunen fehlen auch immer. Das hast du angefangen. Ja. Ach, das ist noch ein Regal. Sehr schön. Ist noch ein Regal, tja. Hm. Wieder du alles bauen? Okay, ja, mal gucken, was hier geht. Ja, was geht? Orange, da ist orange. Was ist der zweite davon? So. Sehr bunt alles.
Ja, noch eine witzige Folge ist ja da, wo Leonard diese Maschine baut, wo er nicht mehr raus muss. Im Auto mitgenommen. Das ist auch sehr schön, das stimmt. Aber es soll ja wirklich Menschen geben, die sowas haben. Nur drei, okay. Sieht sehr schön aus. So. So viele Bücher, man sieht sie selten lesen. Das stimmt allerdings. Meistens sieht man sie mit den Fertigbestellservice-Gerichten. Ja. Ist ja auch so eine Sache, wo sie dann immer die Sachen umpacken für Scheiden extra, damit weil die gleichen Restaurants hat. Ja, das ist ja in der einen Folge aufgeflogen. Ja, genau. Wie, die gibt's nicht mehr. Achso, den wolltest du gar nicht. Ja. Die haben irgendwie tausende Verpackungen gekauft. Richtig, aufgekauft, damit das nicht ihm auffällt. Stimmt. Ja, sind schon witzige Anekdoten. Wo er mal zum Comicbuchladen will. Gibt es auch so eine Szene, wo sie sich darauf einigen, wir gehen in den Comicbuchladen. Ich mag Comics. Und dann sitzt Rajesh zum Schluss alleine da. Ich mag auch Comics. Aber keiner redet irgendwie mit ihm. Richtig. Oder wo sie in ein Kino gehen wollen, wo es aber bestimmtes Eis nicht gibt. Ja, genau. Und dann machen sie so ein Diagramm an der Tafel. So mit verschiedenen Zeiten und Lokalen und dann entscheiden sie, ohne Sheldon zu gehen, weil das die einzige Lösung ist. Es gibt noch eine Lösung. Und Sheldon guckt sich das dann an und sagt, das war die einzige Lösung. Ja, ist ja nicht mal Sommer, ne? Nö, kann er ja nicht. Das ist selber schuld. Die haben ihn ja gesagt, nicht isst doch mal Frozen Joghurt statt irgendwie dein Eis, was du sonst hast. Richtig. Das ist schon cool. Hast du das so gedacht, ja? Ja, genau. Juhu! Falscher Film. Ja, falsche Serie. Bazinga. Bazinga, genau. Richtig. Ah. Und Leuchtmittel. Leuchtende Mittel? Ah ja. Einmal ein Zylinder. Da ist das und dann so einen gelben. Da. Was denn? Oh, warte mal, wir müssen mal kurz Pause machen. Okay, wir machen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Genau. Weil ich habe gedacht, unser Mikrofon wäre ausgefallen, war aber nicht so. Wir befinden uns noch nicht in einem Paralleluniversum, was ganz gut ist. Was ganz gut ist, ja. Aber vielleicht ist es ein anderes Universum besser. Was? Es ist auf jeden Fall anders. Es gibt ja die Theorie, dass egal, wenn du eine Entscheidung triffst und eine andere dafür nicht triffst, ein Paralleluniversum entsteht, in der du eine andere Entscheidung getroffen hast. Genau. Also dann wäre es alles ganz anders. In dem Universum wird es vielleicht heute regnen. Oder schneien. Ja, es wäre Winter. Ja, genau. Stimmt. Also die Temperaturen sind schon abnormal, muss man sagen. Für die Jahreszeit, wir haben immerhin Dezember. Und das Ende Dezember, nicht mittendrin oder was, nee. Tja. Kann man nicht ändern.
Ja, wir haben ja irgendwann in der Mitte der 90er schon gesagt, irgendwann sitzen wir im Bikini unter dem Weihnachtsbaum. Wenn wir so weitermachen, wachsen erst gar keine Bäume mehr. Da ist er. Das ist so ein Lampenschirm. Ach so, hast du den schon gebaut? Ja, müssen wir noch drauf machen. Das ist kein Hocker, sondern ein Tischchen. Das ist ein Tischchen, jawohl. Ist das richtig gemacht? Mittig drauf, ja. Ja, tritt man die Mitte. Und auch so müsste das richtig sein. Jetzt kommt das Sofa. Jetzt kommt das Sofa. In einem kathetischen Koordinatensystem 0, 0, 0, 0. Wobei er hat jetzt sogar noch eine vierte Dimension, Mann. Ist das dann noch kathetisch? Wenn du eine vier Dimension hast? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche Physik, wie sagt man? Nerd will ich jetzt nicht sagen. Nerd will ich auch nicht sagen. Profis. Profis, ja. Physik- und Mathematik-Profis, wenn ich dreidimensional habe, ist es kathetisch. Aber wenn ich vier habe, was habe ich dann für ein Koordinatensystem? Ich weiß es nicht. So. Hier zwei flache. Ja. Passen wir gar nicht mehr hinterher. Nein, ich. Das ist auch ein cooler Stein. Naja, so ist man so. So einen hatten wir noch nicht. Könnte aber auch das Simpsons-Sofa sein. Ja, das kommt jetzt hier rein. Langsam wird's voll in der Bude. Ja, langsam wird's möbliert, ne? Mobbeldoppel. Lass mal gucken, was muss ich hier machen. Sowas und sowas und dann. Ja, ich bin schon da bei Schritt 4. Ich aber nicht. Ich weiß. Wo ist der Zweier? Der da. Da ist der Zweier. Da, dann mach. Ach, der ist es, ja. Ja, das ist so. Sassy. Jetzt ist er kaputt. Meistens sitzt ja dann hier Rajesh auf dem Boden, weil er nirgendwo einen Platz kriegt, der Arme. Ja, deswegen besorgen sie ja irgendwann die Sitzecke. Richtig. Weil sie das nicht mehr mit ansehen können. Wird ja immer mehr. Ich war mal zu zweit, dann kam Penny. Warum die immer bei denen ist, weiß auch so richtig keiner. Man wirft eher vor, sie hätte kein Geld, was keiner verstehen kann. Was ja auch nicht wahr ist. Ja, sie will ja auch Schauspielerin werden. Nein, sie wird Schauspielerin. Tja, vielleicht wird es ja noch. Wobei, sie hat ja schon in einigen Filmen mitgespielt. Sie hat ja schon mitgespielt, ja. Meistens so Gorilla-Gruselfilme. Genau. Aber ihr großer Sprung ist ja bisher leider nicht geglückt. Vielleicht kommt das ja noch. Jetzt von einem Produzenten entdeckt. Das kommt genau. Ach, das ist sogar chinesisches Essen. Das ist chinesisches Essen, ja. Pappschachtel. So. Mit Zeitung. The Lego News. Lego News. Ich dachte, es wäre eine Speisekarte gewesen. Hätte auch sein können. Oh, cool. Ich baue die Rakete. Du brauchst eine Rakete. Na dann, wie lange brauchst du? 2 Jahre? Je weniger Teile man hat, desto schwieriger fällt es, einen sie zu finden. Mhm. Auch abstruserweise. Irgendwie schon, ne? Aha.
Ach, das muss bestimmt anhören. Ach so, ja, ja. Ja, damit das da hinpasst. Ja, ja. Ich habe nur das Bild umgemacht. Ja, ja, mal eben. Mal eben. Schnell, dann springen wir hoch. Häng mal eben das Bild um. Ich glaube, selbst das wird deine ganze Folge in Anspruch nehmen. Ja, weil das dann... Ich gehe da nicht hoch. Warum nicht? Ich könnte runterfallen. Exakt auch stimmen muss. Genauso wie sie dann diese Krille suchen und erstmal diskutieren, was das für eine ist. Yeah. Und dann wenn die ein Bild gerade aufhängen, dann drehen die den Raum. Viel einfacher. Ja, dann diskutieren sie, ob es eine gemeine Feldgrille ist oder so eine andere. Ja, und dann gehen sie noch zu einem speziellen Professor. Der sich dann so erbost sagt, was wollt ihr hier? Ich bin noch gar nicht weg. Ja, aber dann ist mein Raum. Ja, und dann wetten sie ja um diesen ja, Comic. Ein Comic berechnet hat. Mhm. Was ist das? Inferno. Ernsthaft? Ja, würde ich jetzt sagen. Ach so, das wird da draufgestellt. Ah. Ja. Interessantes Steinchen. Ja, durchsichtig. Scheiße. Ja, das sieht man. Oder ist das der Weiße hier? Könnte der Weiße sein. Dann kommt da so eine Winkelmesser dran. Ja, spannend, ja. Ist immer spannend. So. Ach so, kommt das da dran. Genau. Wie so ein Fernrohr. Wow. Aber da stimmt was nicht. So kommt das da ran. Ja, genau. Und halt kannst du auch die Winkel ablegen. Die Grad, Messer. Ja. Hm. Sehr fragil. Aber das hält uns nicht auf. So, jetzt steht's einigermaßen. So, und dann kommen diese Lippenstifte da rein. Ach, das sind Stifte. Das sind Kreide wahrscheinlich. Ja, ja. Das war das darstellen. War auch lustig, ne? Ein pinker, ein roter und an der Wand an sich ist blau. Blau, genau. Das ja. Wird einfach nur so hingestellt. Hauptsache Sheldon weiß, wie sie schmecken. Kennst du das? Wo er sagt, er hätte immer interessiert, wie die schmecken. Ja, stimmt. Das ist auch witzig hier, der Hund von Rajesh, den er in der Handtasche mit hat. Er gibt ihn ja so eine Zungenküsse. Ja, genau. Er ist ja so wie sein Kind halt dann, ne? Eher wie eine Freundin. Ja. Einem Kind kriegt man auch nicht seine Zunge im Hals. Nur wenn rauskommt, dass sie sich gemeinsame Zahnbürsten teilen. Oder da gibt es ja noch eine Folge nach dem Motto, wem hat er das gesagt? Seiner Freundin oder dem Hund? Hm. Dann kommen da so ein paar Kommentare und den Meister hat er seinem Hund gesagt. Dann muss ich mal gucken. So, da kommen diese Grille vor. Aber ich komme nicht drauf, wie seine Freundin heißt. Nee, ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, wen du meinst. Die dann auch ziemlich ängstlich ist. Ja, extrem. Oh, Regieschuhe. Ah, die Stifte. Oh, die Gerlchen kommen.
nur wieder drauf. Einfach nur auf dem Tisch. Einfach nur drauf. Die werden einfach nur drauf gelegt. Jetzt werden noch die Figuren verteilt. Ernsthaft? Und die Küche kommt später? Oder was? Ja, die Küchenteile, werden wir vielleicht noch sehen. Sie okay. hat eine Tasse in der Hand. Dann gucken wir mal, dass wir das möglichst authentisch nachbilden hier, was hier auf den Fotos ist. Ah, sie hat die Tasse in der Hand, die hier liegt. So. Lennart, wupp. Schedonien. Schedonien auf seinem Blatt natürlich. Rasch sitzt eigentlich falsch. Rasch sitzt eigentlich gar nicht. Da haben sie Howard hingepflanzt. Ja, richtig. Jetzt ist das Board schon wieder umgefallen. Nein, die Formeln sind ja eh falsch. Ach, er hat eine Hand, eine Gabel in der Hand. Den muss die Gabel nehmen, die hier drauf sind, ne? Ach so, Rasch hat eine Gabel in der Hand. Jo, das habe ich nicht gesehen. Oh, jetzt habe ich ihn die Haare raus. Der hat sogar in der anderen Hand dieses. Ja. Die Box in der Hand. Wie immer das gehen soll. Die steckt einfach so drauf. So, oder was? Nee. Ja, so in der Hand halten geht ja nicht. Oder? Nee, weil das auf dem Bild so abgebildet ist. Ja, auf dem Bild ist es so abgebildet, aber geht ja nicht. Die haben jetzt eine Boxhand. Ich bin Physiker, ich kann das. Gib mir einen Raum. Wie wäre das mit den kugelförmigen Hühnern? Ja, der Stuhl ist jetzt, steht einmal so da. Und der Hund ist auch einmal auf dem Teppich. Ja, das war es dann auch schon. Eigentlich müsste Ratschein eine Flasche Alkohol in der Hand haben. Damit er reden kann, ja. Ja, das war schon. Warum die Küchenteile? Gute Frage. Wir haben keine Küche. Wir drehen es mal um, dann können die anders aussehen. Machen wir. Ta-da-da-da. Yeah. Wobei die Tafel. Die Tafel. Das ist ein bisschen eng, ja, ne? Ja, ist ein bisschen eng. Die steht ja wirklich nur. Die steht. Genauso wie der Regie. Man macht jetzt ja hier so. Ja, cool. Ja. Ansonsten haben wir noch Bratpfannentöpfe über. Genau, und ganz viel Küchenutensilien nochmal über. So ein Mixer? Ja, wahrscheinlich ist das diese Standardtüte von Simpsons und die haben sie einfach nur bei wegen den Gabeln. Ne? Die wollten sie nicht extra. Ach so. So dachte man, wir brauchen Gabeln, nimm die Tüte, die haben wir über. Genau, die produzieren sie ja eh und dann. Das könnte sein, ja. Macht nicht. Dann kommt die Küche. Wir bauen an. Wir bauen an. Okay, wenn jemand weiß, was das an der Tür ist, bitte melden. Genau. Wir sind für jede Idee zu haben. Und ansonsten? Ansonsten ein schönes Set, muss man sagen. Sehr detailverliebt wie immer. Wie immer sehr detailverliebt. Ja, Lego macht sich. Gucken, wie Lego in 20 Jahren aussieht, wenn wir das noch erleben. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Ja, das war dieses Set, das nächste folgt zugleich. Nach dem Special natürlich. Ja, natürlich. Und ansonsten, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.